Polypharmazie bedeutet, dass ein Patient sehr viele Medikamente einnehmen muss, verordnet bekommen hat. Und in der Realität sehen wir, dass es dadurch begründet ist und gerade beim älteren Patienten auftritt, weil einfach eine Parallelität von mehreren chronischen Erkrankungen da ist, die behandelt gehört. Und wenn das leitliniengerecht durchgeführt wird, die medikamentöse Behandlung, dann kann es sehr schnell sein, dass ein Patient im höheren Lebensalter und gerade im höheren Lebensalter dann 10, 12 und noch viel mehr Tabletten einnehmen soll, Medikamente einnehmen soll und zum Teil ja auch nicht nur eine Tablette täglich, sondern auch mehrere Einnahmen täglich eines Präparates. Und schwierig wird es, wenn die eine Tablette nüchtern eingenommen werden muss, also eine halbe Stunde vor dem Essen, wie zum Beispiel ein Parkinson-Medikament, weil das ansonsten nicht gut wirken kann. Eine andere Tablette genau mit dem Essen und die nächste Verordnung zum Beispiel anderthalb oder eine Stunde nach dem Essen erfolgen soll. Auch darf man ein Präparat nicht mit Milch zu sich nehmen, das andere zum Beispiel nicht mit Grapefruitsaft. All das schränkt die Wirksamkeit von Medikamenten ein. Und das größte Problem stellt aber letztendlich dieser Cocktail dar, der in einem Menschen entsteht, durch die vielen Wirkungen und auch durch manche Nebenwirkungen, die da sein können. Und entstehen tut es dadurch, diese Polymedikation sehr häufig, dass wir gewohnt sind, zu speziellen Problemen Fachärzte aufzusuchen, zum Beispiel mit einer Parkinson-Erkrankung den Neurologen, mit den Hüftbeschwerden oder den Rückenschmerzen den Orthopäden, dann den Augenarzt und der Internist ist mit dem Blutdruck auch noch dabei. Alle verordnen Medikamente, aber der Abgleich fehlt häufig und dann kommt es zu Problemen. Und wir in unserem Bereich, im Bereich der Geriatrie, sind sehr häufig mit dem Problem der Polymedikation oder Multimedikation befasst und sind gewohnt, sehr strikt auszusortieren. Viele Patienten formulieren das auch so, dass sie wirklich aussortieren möchten, weil es einfach zu viel ist. Sie sagen, ich bin morgen schon satt. Und wir sind dann immer wieder erstaunt, dass es dem Patienten zumindest nicht schlechter geht und vor allen Dingen häufig sehr viel besser geht, wenn wir die Medikamente dann tatsächlich begrenzen auf das, was essentiell, was absolut notwendig ist.